Nirgends Wasser. Ich sehe überhaupt kein Wasser. Ah, doch, da. Na bitte, wer sagt's denn? Ihr habt euch sicher schon gewundert, warum ich diese Kopfhörer umhabe. Also das ist so, ich bin auf der Jagd nach Geräuschen, nach Wassergeräuschen. Die will ich nämlich aufnehmen und zusammenschnippeln. Und Moment mal, da sehe ich was. Dieser Wiesenbach ist nicht nur schön, der klingt auch wunderbar. Was ich brauche. Das wird ein Konzert. Mal nicht mit Geigen oder mit Klavier, sondern mit Wassergeglocke. Wie das hier. Hey, hier ist das Angeln aber verboten. Das Angeln ist sehr streng untersagt. Es stehen doch überall Schilder. Also wie ich Sie einschätze, haben Sie nicht einmal einen gültigen Angelschein. Was ist denn das überhaupt für eine Angel? Die hat aber einen merkwürdigen Köder. Das ist überhaupt keine Angel, hä? Ich sagte, das ist doch überhaupt gar keine Angel. Was? Doch. Doch? Ist eine? Ja. Ja, aber wofür? Psst. Für Töne. Das hier ist eine Tonangel. Ich nehme Geräusche auf vom Bach. Und das hier vorne ist ein Mikrofon. Darf ich mal reinhören? Sie müssen wissen, ich bin nämlich Wasserexperte. Na, kommen Sie mal ein bisschen runter. Ja. Da bin ich aber gespannt. Na? Das ist aber wunderschön. Und jetzt das silberhelle Plätschern. Wenn Sie mal hören wollen. Herrlich. Dieses kräftige Strudeln. Gewaltig. Einzigartig. Wissen Sie was? So habe ich ihn noch nie gehört. Wen? Na, den Mühlbach. Ja. Dabei kenne ich ihn schon seit über 30 Jahren. Ist schon komisch. Aber habe wohl nie darauf geachtet. Dabei ist es seine Stimme. Wie, was? Na, das Gurgeln, das Brodeln, das Zischen. Das ist seine ganz besondere Sprache. Daran kann man erkennen, dass er jung ist und lebt. Ach, das habe ich nur wieder nicht gewusst. Aber es stimmt ja, er lebt. Es war nett, Sie kennengelernt zu haben. Ich muss jetzt leider weiter. Ja. Hoppla! Danke. Tschüss. Tschüss. Das gibt's doch gar nicht. Das habe ich vorhin schon mal gesehen. Ich dachte, es wäre eine optische Täuschung. Ja, seht ihr es auch? Die schwimmen gegen die Strömung. Diese komischen Holzstückchen. Oder sind das gar keine Holzstückchen oder was? Nee, Moment mal. Die haben ja Beine. Die Holzstückchen können laufen. Ein Tier. Da ist ein Tier drin. Frisst das Steinchen? Nee. Nee, es klebt dieses Steinchen zu einer Röhre zusammen. Ja, und es steckt in dieser Röhre drin. Also das ist doch was oberfaul. Und wozu nun die Stöckchen? Dieser undurchsichtige Geselle schält die Rinde ab von dem Stöckchen. Na, jetzt ist mir alles klar.
Jetzt klebt dieser Typ sein Steinröhrchen an das Stöckchen. Warum? Ich sag nur eins. Tarnung. Sehr geschickte Tarnung. Man denkt, da ist ein Stöckchen, aber da wohnt jemand drin. Irgendein lichtscheues Wesen. Da sind noch mehr davon. Seltsam. Sind so ruhig. Womöglich hecken die was aus. Da. Tatsächlich. Da flieht einer. Sehr verdächtig. Sieht aus wie ein Insekt im Taucheranzug. Und jetzt? Ach, jetzt zieht es ihn aus. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat es auch noch Flügel. Ja. Trocknet sie? Und ab geht's. Das ist also das ganze Geheimnis. Das ist gar kein Wassertier, sondern irgendeine Fliege, die im Bach aufwächst. Unter Wasser. Ja, das klingt hübsch. Na los. Eine Flaschenpost. Für mich? Na, da bin ich doch mal gespannt. Martin, du Senfgurkengesicht, du aufgeblasene Teigtasche, du, ich habe dich durchschaut. Meine Rache wird süß. Y. Y. Kenne ich nicht. Ein Y. Und Martin kenne ich auch nicht. Naja, man soll sich ja nicht in den Schriftverkehr von anderen Leuten einmischen, nicht? Ich tue es wieder rein und lass die Flasche wieder schwimmen. So. Und jetzt gute Reise. Und bleib nicht wieder hängen. Hm? Macht ihr da Camping? Mitten im Bach? Fangen Sie sie ein. Die Post ist vielleicht für Sie. Für solche Schätze habe ich überhaupt kein Verständnis. Hier kann doch nicht jeder mir nichts, dir nichts, seine Abfälle in den Bach werfen, gerade wie es ihm gefällt. Na, also erstens ist ja die Flasche gar nicht von mir. Und zweitens ist es doch ein ganz normales Postbehältnis. Hm? War ein Brief drin. Ja. Haben Sie ihn gelesen? Natürlich. Ja, was steht denn drin? Heißen Sie Martin? Eigentlich nicht. Ich heiße Wiemann. Ralf Wiemann. Ja, dann kann ich es Ihnen leider nicht verraten. Postgeheimnis, wissen Sie? Sie sind ein komischer Kauz. Schreiben Wassermusiken und verteidigen das Postgeheimnis. Halt, halt! Sie können doch nicht einfach hier von diesem Wasser trinken, was da alles drin ist. Das müssen Sie schließlich mir überlassen. Ich weiß, was da drin ist. Schließlich bin ich der Experte. Das sieht ja aus wie ein kleines Chemielabor. Das sieht gut nur so aus. Das ist doch eins. Ja. Und was machen Sie da jetzt? Jetzt prüfe ich den Ammoniakgehalt des Wassers. Ammoniak? Was ist das? Ammoniak entsteht, wenn der Stallmist sich zersetzt. Ja, und wie kommt das Ammoniak in den Bach? Durch das Düngen kommt er auf die Wiese. Die Bauern düngen doch zweimal im Jahr ihre Wiesen mit Jauche und Stallmist. Aha, damit können Sie also genau feststellen, wie viel von dem Zeug da im Wasser ist? Genau. Wenn Sie mal gucken wollen. Hier. Auf dieser Farbtabelle können Sie mir sehen, wie viel Ammoniak im Wasser gelöst ist. Warte mal. Ah, man kann die Farben hier vergleichen. Ja, das ist 0,5, ne? Richtig.
Sehr wenig Ammoniak. Es ist überhaupt der beste Wert seit Jahren. Das heißt, das ist bestes Trinkwasser. Mhm. Tja, die Bauern haben auf uns gehört. Mein Abschnitt ist überhaupt der beste. Wieso? Ihr Abschnitt gehört Ihnen der Bach? Gehören nicht. Aber ich bin, wie soll ich sagen, ich bin sein Patenonkel. Was? Patenonkel vom Bach? Ja. Das müssen Sie sich so vorstellen, Herr... Lustig. Ja, Herr Lustig. Mhm. Wir sind ein Verein von Naturschützern und achten auf die Reinhaltung von Bächen und Flüssen. Und dass so ein Bach wie dieser eine ziemlich große Länge hat und einer allein diese Aufgabe nicht bewältigen kann, haben wir die Bäche in unserer Umgebung in Teilstücke aufgeteilt. Ja. Das können auch Jugendliche oder Schulklassen machen. Aber das ist ja praktisch. Aber es bedeutet auch eine Menge Arbeit. Mein Abschnitt hier vom Mühlbach ist über 12 Kilometer lang. Er streckt sich von der Quelle bis ins nächste Dorf. Ach, und da müssen Sie nun ständig diese Proben nehmen? Alle Vierteljahre. Man kann das auch anders machen und muss nicht dauernd ständig mit einem Untersuchungskoffer durch die Gegend laufen. Wie denn? Ganz einfach, mit den Augen. Sehen Sie, Herr Lustig, wenn so ein Bach verschmutzt ist, dann kann man es ihm oft schon von Weitem ansehen. Das Wasser ist trübe oder verfärbt sich und es bilden sich Algen darin. Aber das sicherste Zeichen, woran man erkennen kann, dass das Wasser nicht verschmutzt ist, sind die Tiere und Pflanzen, die darin leben. Also wenn es da so grün ist wie da, dann heißt das Wasser ist schmutzig. Nein. Wo der fließende Hahnenfuß vorkommt, ist das Wasser ganz besonders sauber. Sauber? Ich wollte es Ihnen vorhin schon sagen. Hier unter Wasser leben so Tierchen mit Beinchen in Röhrchen. Ach, Sie meinen die Köcherfliegenlarve. Das ist eines der Tiere, die ganz besonders gern in sauberem Wasser vorkommen. Ich will Ihnen mal sagen, wie Sie saubere Gewässer von schmutzigen unterscheiden können. Und zwar nur anhand der Tiere, die in den Gewässern vorkommen. Hier. Aber wenn Sie mal schauen wollen... Ja. Oh, ist das ein Gezappel? Deshalb nennt man sie auch Flohkrebse. Hm. Auch sie kommen nur in besonders sauberen Gewässern vor. Ach. Also wenn diese Tiere im Wasser sind, dann heißt das, dass das Wasser nicht schmutzig ist, sondern eher sauber. Ja, wie ist denn nun Ihre Faustregel? Merken Sie sich diese Tiere, Herr Lustig. Mhm. Die kennen Sie ja schon, der Flohkrebs und die Köcherfliege. Ja. Wo sie auftauchen, ist das Wasser in Ordnung. Hier sind sie, der Flohkrebs und die Köcherfliegenlarve. Dann haben wir noch den Strudelwurm und die Steinfliegenlarve, die auch nur in ganz besonders sauberem Gewässer vorkommen. Also sind diese vier Tiere da ein Zeichen dafür, dass das Wasser gut ist? Das ist ein Ding. Und leben die überall hier im Bach? Leider nur noch hier in diesem Teil. Hm. Weiter unterhalb, ab Brechtersbach, so heißt das nächste Dorf, ist das Wasser viel schlechter. Hm. Da sind diese Tiere fast gänzlich ausgestorben. Ausgestorben? Wie konnte denn das kommen? Ach, das ist eine traurige Geschichte. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, Herr Lustig, erzähle ich sie Ihnen. Ja, ja, das interessiert mich. Tja, und dann hat er ausgepackt. Dieses hübsche kleine Dorf zum Beispiel hat kein richtiges Klärwerk. Das heißt, alles, was so aus Spülbecken und Badewannen und Toiletten rauskommt, geht rein in den Bach. Das hält ja nicht aus. Knochen liegen da rum. Schrott. Und nur noch wenig Tiere fühlen sich da wohl. Diese Mückenlarven zum Beispiel. Den Wasserpflanzen geht's dann auch nicht so gut. Der Hahnenfuß hier sieht ganz schön lädiert aus. So muss es aber nicht bleiben. Hier ist der Bach gerade dabei, sich selbst zu reinigen. Ja, das kann er. Wenn er so wie hier über Steine sprudeln kann, dann kriegt er wieder Luft. Dann lebt er wieder. Dann gibt's wieder Frösche und Schlangen und Wasservögel. Und Fische. Aber dann fließt er durch ein Dorf und kriegt wieder eins drauf. Besonders schlimm sind die Waschmittel aus den Waschmaschinen. Das gibt dann eine Menge Schaum und Entengrütze auf dem Wasser. Und sehr viel weniger Leben im Wasser. Ja, hier sieht's besser aus. Aber hier ist der Bach ja auch noch jung und einigermaßen gesund. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben,
dem Bach hier zu helfen. Natürlich. Es gibt viele Möglichkeiten. Grundsätzlich muss man dabei auf zwei Dinge achten. Erstens dürfen keine Schadstoffe in den Bach geleitet werden und zweitens muss man ihm helfen, sich selbst zu reinigen. Wenn er das nicht mehr kann, müssen wir ihm helfen. Mit einer Kläranlage. Hier kommen die Abwässer von einigen Dörfern zusammen und da kommt was zusammen. Ja, was da alles oben drauf schwimmt, gar nicht zu reden von dem Dreck unten drunter. Naja, das wird jetzt erstmal aus dem Wasser rausgeholt. Was oben hängen bleibt und was sich absetzt, kommt auf Förderbänder und in Container. Weg damit. In diesen Türmen sammelt sich Schlamm, der sich auch noch absetzt. Dann ist das Wasser aber noch längst nicht sauber. Nee, es muss noch durch andere Becken, durch dieses hier. Und hier sind kleine Helfer am Werk. So klein, dass man sie mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Bakterien. Ja, Bakterien fressen hier den Dreck, der noch im Wasser ist. Das tun sie besonders gern, wenn noch Luft reingeblasen wird. Und wenn man das Ganze kräftig umrührt. So besonders sauber sieht das Wasser ja noch nicht aus. Aber wenn man jetzt die Bakterien wieder rausfischt und das, was sie gefressen haben, dann ist es fast wieder sauber. So läuft es dann aus dem Nachklärbecken in einen Kanal und der mündet wieder in unseren Wiesenbach. Ja, hier ist dann auch wieder Leben im Wasser. Der Bagger hier macht den Bach nicht kaputt, im Gegenteil, er hilft ihm. Er baut ihm ein Treppchen. Ja, da muss das Wasser dann drüber, das sprudelt und schäumt, eine Menge Luft kommt ins Wasser und das ist gut für den Bach. Ja, jetzt hätte ich so richtig Lust auf eine Wildwasserfahrt. Dafür ist der Bootchen aber ein bisschen zu klein. Och, sagen Sie das nicht? Ja, haben Sie vielleicht mal eine Schere da? Danke. Na, wo ist denn das Boot? Sie haben's. Wenn ich ein Foto von mir dabei hätte, würde ich jetzt glatt mitfahren. Ja. Schiff ahoi. Ja. Gute Reise. Tschüss, Peter. Ey, guck mal, das ist ein Ding. Mensch! Mensch, guck mal, den kennen wir doch, oder? Bist du's oder bist du's nicht? Ja, natürlich bin ich's. Und ihr? Seid ihr's auch? Niemand's nimmt. Dann lass mich mal raten. Ich bin nämlich Hellseher, müsst ihr wissen. Ich weiß sogar euren Namen. Also du bist der Martin. Und ich? Wie heiße ich? Ah, du bist der geheimnisvolle Mr. Y. Oder jedenfalls wirst du so genannt. Absolut daneben. Ach, jetzt weiß ich. Er hat den Brief gelesen. Ja. Wisst ihr denn, woher die kam? Na klar, die hat mir meine kleine Schwester geschickt. Öfter solche Streiche. Sie hat sich geärgert, weil sie nicht mitspielen durfte. Lasst ihr mich denn mitspielen? Zu spät. Wieso? Weil du bereits mitspielst. Das begreife ich nicht. Eigentlich arbeitest du ja eher mit. Ach so. Ihr lasst mich ja ganz schön schuften da. Kriege ich denn auch mal eine Pause? Die anderen arbeiten genauso hart und beklagen sich auch nicht. Na, ich glaube, ich mache mich jetzt besser aus dem Staub, sonst muss ich noch wirklich arbeiten. Außerdem will ich noch hoch zu der echten Wassermühle. Ich brauche nämlich das Geräusch von dem Mühlrad für meine Symphonie. Tschüss. Tschüss. Ja,
Das ist es. Wunderbar, das ist genau das Geräusch, was mir noch gefehlt hat. Ja, ich höre sie schon richtig. Peters Wassermusik. Ja. Wenn ihr die Augen zumacht, dann könnt ihr sie auch hören.